Schatz, ich will ein Aufgebraucht-Video machen. Ich weiß, von Mai, ich sollte mich verstecken. Aber was soll ich machen? Ich habe auch gerade gemerkt, dass der Akku von meiner Kamera leer ist. Das heißt, ich kann nicht einmal die Sachen fotografieren, weil eine Partie habe ich schon fotografiert. Da steht das noch da auf der Seite, das muss ich dann noch entsorgen. Und dann den Blogpost schreiben. Aber dazu werde ich jetzt nicht mehr kommen, weil ich muss zuerst meinen Akku von der Kamera aufladen. Ich glaube, ich werde ja für die... Ja, ich mache ja auch immer für die Thumbnails die Fotos und das, ich glaube, dafür reicht der Akku noch, aber um einen ganzen Aufgebraucht-Post zu fotografieren, glaube ich, reicht dann nicht. Aber egal, das sind First World Problems. Fangen wir mal an. Ich habe ein Trockenshampoo aufgebraucht. Mir fällt gerade auf, dass es ziemlich spannend sein wird, was ich alles leer gemacht habe im Mai, weil ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern, schon wieder. Alzheimer hoch 10. Aber an das kann ich mich natürlich erinnern, weil das liebe ich und das kennt ihr auch schon auswendig. Ich habe nicht mehr im Beeper nachgeschaut, ob die das noch haben. Ich habe jetzt noch genug Backups, aber ich habe halt echt Angst, dass das sogar beim Beeper rausgeht. Dann habe ich hier die Mops Wattepads. Ja, kann ich nichts so wirklich dazu sagen, aber okay. Dann habe ich noch die großen von Müller aufgebraucht, also die normalen. Und noch eine Packung, sehr verschleiß an Wattepads, würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich die Reinigungstücher, die ich jedes Mal aufbrauche. Einmal die... Oh, es fliegt was weg, was ich euch nicht mal gezeigt habe. No-Straps habe ich aufgebraucht. Das sollte ich auch öfter machen. Vernachlässige ich auch extrem. Dann meine Reinigungstücher. Die Pure Camille, die kennt ihr. Und die mit Kokos, die was ich ja am Schminktisch stehen habe. Die habe ich mir wieder nachgekauft. Die Pure Camille, die Kokos, habe ich Gott sei Dank noch genug, weil da habe ich einmal bei einem... Einkauf beim Action ziemlich zugeschlagen. Da musste ich mich aber auch sehr abschleppen an dem Tag. Dann habe ich eine Tuchmaske leer gemacht. Es ist so heiß und ich bin immer zu faul, mir eine Tuchmaske zu machen. Ich hoffe, ich schaffe es heute. Weil ich könnte jetzt im Sommer viel mehr benutzen und irgendwie komme ich nie dazu. Ich denke mir dann, nein, dann will ich nicht aufstehen. Also ich bin richtig faul. Das muss ich extrem ändern, weil es ärgert mich. Aber ich habe eine wenigstens geschafft. Das ist diese Green Tea, die habe ich von der Vivi geschenkt bekommen. Die ist cool, weil man die komplett aufmachen konnte. Also die war echt, die war wirklich gut. Ich mochte auch das Hautgefühl danach. Also das fand ich wirklich gut. Ich habe auch jetzt in irgendeinem Video oder auf Instagram oder so habe ich gesehen, dass sie den Rest von der Flüssigkeit, was in dem Ding drinnen ist, auch aufs ganze Gesicht auftragen. Seitdem ich das mache, brauche ich meistens auch gar keine Nachtpflege mehr verwenden. Nein, und ich glaube, die habe ich sogar nach dem Schwimmen. Nein, im Mai war ich nicht schwimmen. Nein, das ist dann, glaube ich, eine andere Tuchmaske. Egal. Aber ich fand die fand ich wirklich gut. Die fand ich wirklich gut. Und ich habe sogar noch ein paar. Dann habe ich hier einen Badezusatz. Ich weiß, der passt nicht zum Sommer, aber den Cinnamon Nights, den mag ich eigentlich sehr gern. Die gibt es nur, glaube ich, nicht mehr. Oder kommt der jedes Jahr im Winter? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Dann, sehr spannend, habe ich Wattestäbchen aufgebraucht. Ja, das sind die ich am Schminktisch immer habe. Dann habe ich hier eine Maske, Vitamin. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die fand. Aber ich glaube, ich habe die noch. Eine habe ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, wie die war. Die Mandel weiß ich noch, weil die habe ich mir ja extra gekauft und die fand ich echt gut. Die passt halt jetzt zu der Jahreszeit nicht, aber die war auch gut. Was ich okay fand, war die Superfood Mousse Maske, diese Kokos. Ich finde die... Man riecht es leider nicht, aber die hat nicht so stark nach Kokos gerochen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich finde die gut. Also ich würde die mir sogar nochmal nachkaufen, wenn ich nicht eh noch welche habe. Davon muss ich erst schauen. Ja, und das ist sowieso meine Lieblingsmaske von Balea. Die Kokos-Ananas, die war so geil. Ich verstehe nicht, warum die nicht wieder rausgebracht haben. Weil die Zitrone-Ding ist von heuer, glaube ich, die Limited Edition, oder? Ich weiß es nicht. Dann habe ich ein Mini-Shampoo aufgebaut, das habe ich für meine Pinsel verwendet. Meine Haare schauen so schlimm aus. Ich weiß, das kann vielleicht keiner nachvollziehen, aber die schauen so platt aus. Die hängen nur so tot nach unten. Nicht, meine Haare sind tot, aber die schauen richtig, richtig bäh einfach aus. Also, ja, einfach bäh. Egal, machen wir weiter. Also mir gefällt der Haarschnitt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob man das noch retten kann, keine Ahnung. Aber ich bin mega unglücklich, wenn man das eh sieht. Ich glaube, man sieht's. Das habe ich zum Pinselreinigen verwendet, weil ich habe ganz viele von denen und ich habe es mal für meine Haare verwendet und das ging gar nicht. Also für die Pinsel geht's, aber ich würde es mir nicht in groß kaufen. Dann habe ich meinen Make-up-Entferner aufgebraucht. Den kennt ihr eh, das ist der von Hofer. Den kaufe ich immer wieder nach. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht. Das war das blaue Ingwer.
Das gab's mal beim DM und beim Müller, glaube ich. Das war bei den Herren immer bei DM eingeschlichtet. Ich habe es mal nämlich vom Müller gekauft, weil sie es reduziert gehabt haben. Es war gut, aber nach ein paar Mal habe ich dann die Schnauze voll gehabt, glaube ich. Puh, nicht nochmal dran riechen. Es war gut, aber es gibt es eh nicht mehr. Und ja, was soll man großartig dazu sagen? Es war wirklich gut, aber also so extrem gut, dass ich jetzt traue. Ich versuche es nochmal. War es nicht, aber es war okay. Thema abgehackt, gibt es eh nicht mehr. Dann habe ich aufgebraucht, habe ich auch für die Pinsel verwendet. Das hat mir nämlich meine Arbeitskollegin / Freundin empfohlen gegen Schuppen, aber mir hat es leider nicht so geholfen. Deswegen habe ich es dann für die Pinsel verwendet und für das war es okay. Aber ich würde es mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Also langsam mache ich mir Sorgen. Noch ein Augen-Make-up-Entferner leer. Also langsam mache ich mir echt Gedanken über meinen Verschleiß, was Make-up-Entferner betrifft. Ich kriege meistens immer zwei leer. Verstehe ich nicht. Und dann habe ich einen Badezusatz leer gemacht. Das war eine Öldusche eigentlich. Ich glaube, es ist ein Ölduschgel. Aber ich habe es als Badezusatz verwendet. Ich weiß nicht. Ich fand es nicht so gut. Es war relativ günstig, deswegen habe ich es mir auch mitgenommen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich würde es mir auch, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Also so besonders fand ich es leider nicht. Dann habe ich hier eine Probe leer gemacht, eine Duftprobe von dem Mabe-Duft. So sieht die aus. Jo. Mochte ich eigentlich. Die haben es da so nachgeschossen, glaube ich, bei verschiedenen Müller, weil die niemand, glaube ich, haben wollte. Aber ja, ich fand die richtig gut. Ich habe auch das Original. Ich habe mir das dann, wie es, weil ich die ja eben gekriegt habe, irgendwann probiert man es halt mal aus und ich fand die echt gut, also den Duft. Und dann habe ich mir den bei uns gekauft, weil er reduziert war und dann hat es geheißen, er geht aus dem Sortiment. Voll beschissen, also den gibt es nicht mehr. Auf jeden Fall schaut so die Flasche aus. Aber ich habe den öfter bekommen in anderen Filialen und deswegen habe ich noch ein paar Proben davon. Ja. Aber den fand ich gut. Ich finde ihn gut. Es gibt ihn halt nun nicht mehr. Ich habe ihn zwar in Original, aber ja. Dann von Christina Aguilera die Duftprobe. Ich kriege immer bei manchen immer nur so nicht so spannende Proben, sage ich jetzt mal. Weil er war gut. Also das wäre der erste Christina Aguilera, das ist dieser Lina, den ich mir auch in groß kaufen würde. Also der war nicht schlecht, aber ich habe eh genug Düfte. Deswegen nein. Dann habe ich endlich ein Shampoo leer gemacht. Das war von Macadamia, das Shampoo. Das habe ich mir beim Tiki Mix gekauft, weil es Voluminizing Shampoo heißt. Hat aber nicht gemacht. Also ich war extrem enttäuscht. Ich war froh, wie das leer war. Jetzt habe ich auch noch das Große von dem und auch die Haarmasken habe ich noch von dem. Ich mag den Duft extrem. Aber sie tun halt nichts für meine Haare. Das ist immer das. Ich mag den Duft so gerne. Aber ich habe jetzt ein anderes, was ich urgern mag und das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Weil das fand ich nicht so gut. Ich liebe den Duft, aber es macht nichts mit meinen Haaren leider. Gar nichts. Und dann habe ich eine Lash-Badebombe aufgebraucht. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Elektroplasch? Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen. Aber ich weiß nicht mehr, was das für eine war. Aber die war gut. Also Lash-Badebomben sind immer gut. Da braucht man gar nicht diskutieren drüber. Ich liebe Lash-Badebomben. Dann habe ich den Duschschaum von der Bibi aufgebraucht. Den habe ich ja von der lieben Vivi bekommen. So in der Verpackung hat mir der Duft so gut gefallen. Der war so gut. Aber an meinem Körper war das sowas von ekelhaft, da finde ich gar keine Worte dafür. An meinem Körper war das echt eine Tortur, das aufzubrauchen. Aber ich habe es geschafft und ja. Ja, also von ihr kaufe ich mir keine mehr. Es gibt ja den Ananas, der würde mich noch interessieren, aber ich habe eh so viele Duschschaum, deswegen. Ich habe viel zu viel von allen, glaubt's mal. Wirklich viel zu viel von allen. Dann habe ich hier eine Ampulle aufgebraucht. Die habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Die wollte ich unbedingt probieren. Dann hat es geheißen, sie gehen aus dem Sortiment. War ja immer wieder klar, oder? Weil die waren auch eine Limited Edition. Ja, ich darf mich eigentlich nicht beschweren. Aber die sind echt gut und ich habe noch ein paar. Aber die war wirklich gut. Ja.
Dann habe ich eine Sakrotan-Seife aufgebraucht, die liebe ich. Und ich hoffe, der Action hat es noch. Und ich hoffe, in meinem nächsten Urlaub komme ich zum Action, weil ich will die mir unbedingt nachkaufen. Obwohl ich ja jetzt noch genug Seife habe. Aber die mag ich extrem gerne. Die ist wirklich gut. Würde ich mir nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht, nehmen wir mal die zwei Sachen, die ich in der Hand hatte die ganze Zeit, den Badezusatz von Terra Naturi. Und ich habe es, glaube ich, in anderen aufgebraucht Videos auch schon gesagt. Umso öfter ich den verwende, umso lieber mag ich den. Aber umso lieber mag ich den, heißt es eigentlich. Aber die gibt es nicht mehr. Und ich habe noch ein paar Backups und ich weiß nicht, wie viele genau. Oh ja. Das habe ich mir einbildet wegen dem Kokosduft. Das ist ein Zuckerduschpeeling von Aveo. Und ich fand den Duft so schrecklich. Kennt ihr diese Vanillebäumchen für die Autos? Ich hasse diesen Geruch für diese Vanillebäumchen, ja? Für diese Autobäumchen da. Also es gibt nichts Schlimmeres als diese Bäume, was nach Vanille riechen. Und der hat genauso gerochen und das war auch noch für den Körper. Ich dachte, ich reihe mich an. Also das war wirklich extrem schlimm. Also das würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Wirklich nicht. Dann habe ich mein Peeling aufgebraucht, das Happy Melon. Das von Trestle Moon oder wie immer man das auch aussprechen mag. Ich finde es gut. Und leider gibt es das ja nicht mehr. Die haben ja jetzt zwei neue ins Sortiment genommen. Das finde ich so schade. Ich mochte das so gern. Also das Melone ist mein Liebling. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Backup habe. Ich glaube schon. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube schon, aber sicher bin ich mir nicht. Dann habe ich noch ein Duschgel aufgebraucht. Von dem war ich so mega enttäuscht. Ich habe das ja auf... Irgendwer hat mir das damals geschickt, glaube ich, auf Instagram. Das ist so ein Prinzessin-Sternzauber-Duschgel, was Limited Edition war. Und es war mit Melone-Duft. Es hat gut gerochen, was ich mich erinnern kann. Es hat wirklich gut gerochen. Das hat mich an ein Duschgel erinnert, was ich früher mal gehabt habe. Was ich so geliebt habe, das Duschgel. Aber die Verpackung... Also das ist ja eigentlich für Kinder. Und Kinder müssen sich da sehr anstrengen, um das Produkt aus dieser Tube rauszubekommen. Weil die Tube ist, die ist zwar nicht so fest, aber es war wirklich mühsam, das Produkt da rauszukriegen. Also ja, leider gibt es das nicht mehr. Ich würde es mir nochmal nachkaufen. Das gibt eh kaum Melone-Duschgele. Ich würde es mir nachkaufen, wenn es das noch geben würde. Aber leider gibt es nicht mehr. Ich wollte nämlich unbedingt so ein Sommer-Duschgel haben zurzeit, weil... ich hauptsächlich Wintersachen verwendet habe, wenn wir ehrlich sind. Außer das Melone-Peeling, das war auch kein Winter. Aber das hier war urgeil. Das riecht mega. Oh, und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich den Duft vermisse. Das riecht so gut. Es ist auch komplett leer. Der Peeling-Effekt war mega von dem. Und ich werde es mir nachkaufen. Erst habe ich überlegt und denke mir so, nein, aber ich werde es mir nachkaufen. Ich habe euch gar nicht die... Marke zeigt. So sieht es aus. Ich liebe den Duft davon. Ich habe es mir ja beim Bieber damals gekauft. Und ich glaube, der Müller hat es aber jetzt auch. Ich muss nur schauen, ob es mein Müller hat. Aber ich habe jetzt noch genug Peeling. Boah, ich kann nicht aufhören, dran zu riechen. Ich finde, das riecht so gut. So, so gut. Ich liebe das. Die Verpackung ist jetzt nicht die schönste, aber das ist mein absolutes Lieblingspeeling. Ich finde, das peelt auf und deswegen, ich mochte das extrem gerne. Wirklich extrem gerne. Ich war echt traurig, als das leer worden ist. Ich räume mal kurz meine Tüte aus. Ja, ich habe da viel Kleinzeug noch und da steht auch noch was auf der Seite. Ich habe viele Proben versucht aufzubrauchen. Irgendwie ist heute nicht mein Tag. Fangen wir mal mit diesen fliegenden Dinger an, weil ich... fliegen mir immer wortwörtlich aus der Hand. Ich hoffe, ich habe ganz irgendwie ausgestreut jetzt. Ja, ich habe viele Sachen versucht leer zu machen. Ich habe auch endlich wieder diese Augenpads gemacht von Balea. Ihr wisst ja, die liebe ich. Dann, die liebe ich ja auch. Das sind die von Douglas. Ich habe jetzt noch genug, weil ich war vor kurzem wieder beim Douglas und habe aber keine mitgenommen, weil ich habe noch welche von denen. Und die mag ich extrem. Die sind ja so gelig. Die finde ich mega. Also die sind echt gut. Und dann habe ich eine Augencreme-Probe leer gemacht von Biotherm. Die habe ich extra von der Arbeit gefragt, ob ich die haben darf. Ich fand sie gut. Ich habe sie auch hier oben nur aufgemacht. Man wird das nicht so gut sehen. Da oben ist ein Loch, damit mir das Ding nicht austrocknet. Sie war gut. Aber ich bin mir nicht sicher. Bei Augencreme bin ich ein bisschen wählerisch. Wirklich wählerisch. Ich habe jetzt eine von Marbe, die finde ich schrecklich. Dann habe ich noch eine von...
Was ist das andere? Die Chanel-Probe habe ich jetzt noch und die finde ich auch nicht so gut, aber ich weiß nicht. Ich weiß schon, welche ich mir nachkaufen würde, weil es gibt eine besondere, die ich haben will, aber ja, weil ich habe nämlich die hier früher immer gehabt. Also früher, die habe ich am häufigsten mir halt gekauft, weil die hat wirklich viel Inhalt drinnen, wirklich viel Inhalt drin. Ich habe sie komplett leer gemacht. Das ist die Clinique All About Eyes Rich Augencreme. Sie war okay, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass sie einfach nichts mehr für meine Augenpartie macht. Früher hat es gut funktioniert und ich merke irgendwie, dass ich mehr brauche. Viel mehr. Wirklich viel mehr. Dann habe ich meinen Make-up-Primer aufgebraucht von Lancôme. Den habe ich einmal von der Arbeit gekriegt. Den fand ich gut. Den fand ich wirklich gut. Nur leider gibt es jetzt andere. Also die Version, ihr seht das hier, so. Ja, ich habe zu viele Sachen in der Hand, sorry. Die seht ihr hier. Die gibt es ja leider nicht mehr. Und ja, finde ich schade, weil die war echt nicht schlecht. Dann habe ich noch eine Probe aufgebaut. Kann nicht mehr reden. Eine Duftprobe von Burberry. Ja, mag ich auch sehr gern. Ich habe aber den anderen Burberry zweimal, also in Original. Den, nicht den, sondern den, es gibt drei verschiedene, vier verschiedene. Und einen habe ich in Original. Ja. Dann habe ich hier noch ein paar. Machen wir mit den Proben vielleicht weiter. Da habe ich noch ein paar Proben. Das ist einmal ein Lichtschutzfaktor und der war wirklich gut. Der war extrem gut. Das war 50 plus. Das war von irgendeiner koreanischen Marke. Kann man auch kaum erkennen. Und ich liebe die. Die ist wirklich gut. Das Problem ist halt, ich bin keine Online-Bestellerin. Das ist immer. Ich habe aber jetzt auch eine von Lancaster und die finde ich auch gut, die Lichtschutzfaktor. Und ich will sowieso dann die von Keras haben, wenn ich mal eine neue brauche, will ich dann die von Keras mal ausprobieren. Dann habe ich einen Duschbalsam aufgebraucht, wo willst du hin? Hatte ich ja in groß und ich fand es mega schrecklich und das habe ich als Badezusatz zwecks Entfremdet, bin ich ganz ehrlich. Dann habe ich auch gebraucht von Biotherm das Live Plankton Elixier. Das habe ich auch zweimal in groß. Schande. Ich habe aber bei einem Douglas gefragt. Ich wollte eigentlich von der Essenz eine Probe haben, nur hat die mich nicht ganz richtig verstanden und hat mir das Elixier mitgegeben. Aber ich habe dann auch erfahren, dass es von der Essenz einfach keine Proben gibt. Verstehe ich zwar nicht, aber okay. Und deswegen hat sie mir dann das mitgegeben. Und ich habe es dann erst später, wie ich rausgegangen bin, habe ich dann erst gesehen, dass sie mir das Elixier mitgegeben hat. Aber ich fand es nicht schlecht. Also ich weiß nur nicht, ob ich davon Pickel bekommen habe. Das kann ich jetzt nicht so ganz sagen. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, das zu verwenden. Ich weiß nicht. Ich habe es ja eine Weile probieren können, weil das hat ja auch eine Weile gehalten, das kleine Ding. Aber es soll ja auch für jeden Hauttyp sein. Rötungen, gegen Rötungen, gegen trockene Haut. Es soll gegen alles sein. Jeder kann das verwenden, egal welches Alter auch. Und ich weiß nicht, ich bin echt gespannt. Also ich will bald eines von meinen Großen anfangen, aber ich habe so viel anderes Zeug zurzeit offen. Und deswegen mal schauen. Mal schauen. Dann habe ich eine Duschgelprobe aufgebracht von The Body Shop. Da steht leider nichts Gescheites drauf, weil ich Schlaumeier habe sie nicht beschriften lassen. Aber das war von einem Duft das Duschgel. Weil sie hatte keine Duftprobe und hat mir halt das Duschgel mitgegeben stattdessen. Es war gut. Und wenn ich nicht so viel hätte, würde ich es mir auch nachkaufen. Dann haben wir noch Make-up-Produkte, die ich leer gemacht habe. Da ist auch, sind noch Puderreste drinnen. Das war von Essence dieses Get Picture Ready Puder. Das habe ich sogar noch. Ein, zwei Backups oder so, weil ich mir ja die bunkert habe, wie sie damals um 95 Cent rausgegangen sind, ich Opfer. Ja, ich fand das okay, aber wie gesagt, das gibt's eh nicht mehr. Also ich habe halt noch ein paar Backups, aber es bringt mir nicht wirklich viel. Mascaras. Ich bin bei denen beiden wirklich mir nicht sicher, wie ich sie finden soll. Besonders bei der. Weil ich hatte echt das Gefühl, dass die mir runtergrümelt ist beim Auge. Ich habe sie für die unteren Wimpern verwendet. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin mir wirklich nicht sicher bei der. Ich wollte die damals unbedingt haben, habe sie mir extra gekauft. Und ich bin wirklich enttäuscht von der. Ich bin wirklich enttäuscht von der. Es kommt doch nichts mehr raus. Zumindest nicht wirklich. Ja. Die ist mir auch, glaube ich, total austrocknet, leider.
leider. Bei der bin ich mir wieder nicht sicher, bei der Lancôme. Das ist die Monsieur Big. Die fand ich am Anfang, wie ich sie gehabt habe, so, so gut. So schaut die Bürste aus. Ihr seht, mir ist das auch voll austrocknet. Seht ihr das? Die hat nämlich nicht mehr wirklich ein Ergebnis dann gemacht am Schluss. Und ich fand die wirklich gut. Die fand ich wirklich gut. Vielleicht, es gibt nämlich eine wasserfeste Variante. Ich überlege halt, welche Mascara ich mir als nächster kaufe. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Und deswegen bin ich ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mir jetzt die dann im Wasserfest nehme. Weil das Ergebnis war wirklich gut. Mir hat das so gut gefallen. Zu der Zeit haben mir meine Wimpern mega gut gefallen, wie ich die verwendet habe. Aber die ist auch so runtergrümelt von meinen Augen. Die und die von MAC. Und bei MAC hatte ich noch nie Probleme. Also deswegen, ich weiß nicht, ob ich mir nicht die mal im Wasser festkaufe. Weil das Ergebnis hat mir Bombe gefallen. Das, was jetzt die Estée Lauder macht, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ist mir zu wenig. Früher hat mir das gereicht, aber jetzt ist mir irgendwie zu wenig. Dann habe ich einen Kajal aufgebraucht. Das war der von Maybelline. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Der war okay. Bei mir ist halt das Problem, ich nehme den Kajal halt für als Base für einen Eyeliner. Damit ich nicht so Löcher in meinem Eyeliner drin habe. Versteht ihr, was ich meine? Hin und wieder verpasse ich nämlich, dass ich da irgendwie den Eyeliner richtig erwische. Und deswegen benutze ich da immer einen Kajal davor. Ich habe endlich ein Parfum aufgebraucht. Ich kann es gar nicht fassen. Der war aber wirklich gut. Den vermisse ich sogar richtig. Den hatte ich im Spind in der Arbeit. Man riecht leider nichts mehr. Kommt irgendwas raus? Ja, ein bisschen. Der war so gut. Ich hätte mir den nie selber gekauft. Nie. Und ich finde ihn aber so, so gut. Und der ist aber so teuer. Oh, ich liebe den. Er ist leider leer. Da ist nur noch so ein Fitzelchen drin, wo man... Also ich rede von dem Paco Rabanne Black XS. Das ist ja die alte Verpackung. Der hat auch keinen Stöpsel mehr, weil es eben ein Tester war und ich habe den geschenkt bekommen. Der hat doch die alte Verpackung, weil da ist die Rose da so ein... Graviert nicht, aber die ist halt so in dem Glas drin. Und ich mochte den wirklich gerne. Ich hätte mir nie gedacht, dass mir der gefällt. Wirklich nicht. Aber der war wirklich gut. Und ich finde es echt schade, dass ich den aufgebraucht habe. Aber ich habe wenigstens einen weniger, also was nicht viel Sinn macht, weil schon wieder einer neu dazukommen ist. Beziehungsweise ihr habt es ja gesehen, es sind mehrere neu dazukommen. Ja. Ja, es war nicht viel, oder? Also es hat mehr ausgeschaut, als es eigentlich ist. Aber ich bin ganz, ganz stolz auf mich, dass ich ein bisschen was wenigstens leer gekriegt habe. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche gar nichts auf. Und wenn ich dann aber die Menge sehe, dann geht es wieder ein bisschen. Ja. Jo. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Also wenn ich mal sagen muss, was mir am meisten leid dann hat, war das Peeling und der Duft, das leer gegangen ist. Die restlichen Sachen nicht so, aber die zwei Sachen haben wir echt weh, wie sie leer geworden sind. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr aufgebraucht habt. Das muss nicht von Mai sein, sondern was ihr halt leer gemacht habt, wo ihr echt traurig wart. Das würde mich interessieren. Sowas höre ich immer gerne eigentlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!